Ich habe meine Drohne verloren. Herzlich willkommen, Leute. Grüßt euch zu meinem nächsten Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht um Folgendes. Ich habe meine Drohne verloren. Meine Parrot Bebop 2 Lotte, so nenne ich sie, die habe ich verloren. Die habe ich, die ist mir komplett abhanden gekommen. Und ich bin auch sehr, sehr traurig, weil diese Drohne hat natürlich auch viel Geld für mich gekostet. Die hatte ca. 400 Euro gekostet und war natürlich auch erspartes Geld, ne, was man nicht eben so in der Tasche hat. Und jetzt ist sie leider weg. Wie ist es passiert? Ja, jetzt sage ich mal Folgendes, wie es passiert ist. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen meine Schuld gewesen. Gut, ich hätte mich besser informieren sollen. Und zwar, ich war vorgestern an einem Lost Place gewesen, an der Ford in Köln. Das ist auf der Ringstraße 50. Ich selber kenne mich nicht da, so die Ecke kenne ich, also die Ecke kenne ich überhaupt gar nicht. Bin dann da hingefahren mit einem Kumpel, haben wir schöne Aufnahmen gemacht. Ne? Und dann habe ich mal die Drohne fliegen lassen kurz und da hatte die schon so komische Fehler gehabt, also ich hatte Probleme gehabt, dass ich diesen Verbindungsaufbau zum WLAN habe ich echt Probleme gehabt und dann war sie, da war die, der WLAN mal da, habe die kurz fliegen lassen, kurz mal so 20 Meter hoch und dann war die auch der Kontakt auch direkt wieder weg. So, hat mir auch keinen Kopf gemacht, hat mir gedacht, okay, vielleicht hängt doch irgendwie das Betriebssystem von der Bebop oder an meinem Handy liegt es, dass irgendwie das Betriebssystem irgendwie eine Macke hat oder so. Dann habe ich natürlich auch das Handy komplett neu gestartet, die Bebop 2 habe ich neu gestartet, der Controller habe ich neu gestartet. Dann ging es auch wieder, habe dann die Drohne wieder ausgemacht, habe wieder schöne Videoaufnahmen gemacht, also normale Videoaufnahmen gemacht, durch den Lost Place. So, und wo wir natürlich auch fertig waren, sind wir wieder raus. Hab mir gedacht, komm, jetzt machen wir ein paar schöne Aufnahmen von oben, von der Seite, ne? Wie ihr alle kennt, wir machen das ja alle. Hab die Drohne angemacht, hab auch tollen Empfang gehabt unten, weil ich war natürlich so, das ging natürlich so steil den Berg runter. So, und da war ich natürlich, natürlich von der, Störmelder, natürlich denke ich mal nicht in der Reichweite gewesen. Ich weiß nicht, wie der Radio ist von einem Störmelder, vielleicht 6 Kilometer vielleicht oder 3, ich weiß es jetzt nicht, ich kenne mich nicht so da aus. Ja, auf jeden Fall habe ich sie fliegen lassen und schätze mal so, ja, so 50 Meter, ich konnte sie aber noch sehen. So, und dann habe ich Return to Home Taste gedrückt. Hat sich auch das kleine Bildchen auch, wo das Häuschen abgebildet ist von der Bebop 2, ne, war auch grün, hat sich so gedreht und wenn es sich so dreht, das heißt, er hat das Signal bekommen und kommt auch wieder zurück. Tja, was natürlich der Katastrophenfall war, ist, sie kam nicht mehr zurück und habe dann erstmal gewartet, so 10 Minuten gewartet, vielleicht brauchte ein bisschen länger. Ich konnte es auch nicht so abschätzen ungefähr, wie weit ich jetzt weg war. Ich schätze mal so 50 Meter, 60 Meter war ich weg. So, und hab mir gedacht, okay, das kann nicht sein. Er war stimmt, denn ich nehme den Controller in der Hand, gucke, war der komplette Signal weg. GPS kein mehr gehabt, gar nichts mehr. Ich konnte mich mit der Drohne auch gar nicht verbinden. Ich habe die Drohne ja so eingestellt, wenn natürlich der Kontakt von dem Controller und von der Drohne nicht mehr vorhanden ist, dann kommt die innerhalb von 3 Sekunden, kommt die automatisch wieder zurück, Leute. Und habe die Drohne schon über ein Jahr, ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich war in der Pfalz, ich war in der Schweiz, ich war überall gewesen, aber so ein Problem habe ich noch nie gehabt. So, und da habe ich natürlich gesehen, aha, gut, ich konnte es auch nicht mehr sehen, wahrscheinlich, weil es ein bisschen weggedriftet ist, aber normalerweise, selbst wenn ich jetzt keinen Empfang habe, musste die eigentlich auch gerade stehen. So habe ich gedacht gehabt. Bin natürlich direkt mit meinen Freunden erstmal hoch in den Wald, also hoch in den Wald hochgelaufen, zum Ausgang, erstmal an meinem Auto. So, immer noch keinen Empfang gehabt, so, und dann habe ich auf einmal empfangen, da konnte ich natürlich auch die Drohne orten, wo die war. Das habe ich natürlich auch gesehen, wo die war, das sieht auch hier vorne, das tue ich kurz einblenden. Da sieht man natürlich vorne, wo sie jetzt kurz eingeblendet ist. Ja, bin dann dahin gefahren. Und
ja, wie gesagt, dann bin ich zu dem Ordnungspunkt hingelaufen, habe geguckt, die Drohne war nicht da. So, ich denke mal, einer hat doch die Drohne mitgenommen und ja. Ja, jetzt kam noch ein Nachbar raus und habe dem das erklärt, so und so, weil er gesagt hatte, ja, was suchen Sie da, weil ich mit dem Freund so am Suchen war. Da habe ich gesagt, dass meine Drohne weg ist, ne? Und dass sie hier irgendwo gelandet ist. Sagte, ja, also das Problem ist, 500 Meter weiter ist ein Knast, ja, wo Vergewaltiger sind und Kinderschänder und keine Ahnung was. So, und die haben einen Störmelder drin. So, und das Problem ist, man kann in diese Ecke, circa 1 Kilometer, nicht mit der Drohne fliegen. Die haben dann Störmelder drin und dann war es das. Dann war mir natürlich auch alles klar gewesen. Das heißt, die Drohne hatte von meinem Controller der wurde gekappt. Ja. Die Drohne hat den GPS auch nicht mehr, der ist auch gelöscht worden. Ja, wenn der Störmelder drin ist, dann hat die GPS, der GPS dann komplett weg, weil normalerweise kommt die Drohne immer dahin, wo der letzte GPS war. Ja, wo der letzte Startflug war. So, aber da natürlich der Störmelder jetzt halt natürlich dazwischen war, war natürlich auch der GPS gekappt. Hier, das war's. So, und daraufhin ist auch, denke ich mal, die Drohne oben in Luft geblieben, bis der Akku alle war und dann ist sie langsam runtergekommen. Ja, wie gesagt, ich habe sie nicht mehr gefunden. Wir haben überall gesucht und da, und dann kam noch ein zweiter Nachbar raus, der hat dann auch noch nachgefragt und mit seinem Hund. Das fand ich auch sehr, sehr nett. Der hat uns auch ein bisschen unter die Arme gegriffen, hat auch mitgesucht mit seinem Hund und fand ich wirklich sehr nett. Die Leute waren wirklich, wirklich sehr nett, muss ich echt lassen. Und ja, aber trotz der Höflichkeit und die lange Suche habe ich natürlich keinen Erfolg gehabt. Die Drohne ist weg. Lotte ist weg. Das ist Lotte. Ja, und jetzt war ich natürlich sehr, sehr geknickt, ne? Und ja, bin dann nach Hause gefahren und ich war so abgefuckt, so traurig, ne? Und ja, jetzt, was machst du jetzt, ne? Und dann habe ich habe hier noch eine Drohne zu Hause, das ist die Bax 8, das ist so eine Art Renndrohne. Jetzt habe ich natürlich da eine Kamera drunter gebaut und der Bax vorübergehend, dass ich erstmal trotzdem so Videos von oben machen kann, Full HD. So, ob natürlich auch jetzt die Videos jetzt gut werden, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, jetzt die Tage kommt jetzt noch ein Lost Place raus, an dem Tag, wo ich jetzt an der Ford war, leider ohne Drohne. Und ja, und jetzt will ich mal gucken, wie die Bugs ist mit der Kamera. Ich habe jetzt auch ein Gimbal auch drunter gebaut, so dass auch die Stabilität super in Ordnung ist. Einigermaßen hoffe ich zwar. Ja, aber wie gesagt, es ist sehr schade. Ja. Tut mir einen Gefallen, Leute. Egal, wo ihr hingeht, informiert euch, ob irgendwo ein Knast ist, ob eine Bundeswehr ist oder ob irgendwas anderes ist. Guckt Störmelder, wenn irgendwo Störmelder sind, vorher informieren und wenn dann Störmelder ist, bloß nicht mit der Drohne fliegen. Leute, ihr verliert eure Drohne. Ich hätte auch niemals geglaubt, dass ich durch einen Störmelder meine Lotte verliere. Ja. Und jetzt bin ich natürlich am gucken im Internet für so eine Parrot Bebop 2 Drohne und die liegen alle so zwischen 3 und 350 Euro, 400 Euro. Gut, jetzt habe ich den Sky Controller habe ich zu Hause. Ich habe noch drei Akkus habe ich noch zu Hause. Ich habe die FPV-Brille noch zu Hause. Und das wäre natürlich auch schade, wenn ich mich jetzt um eine andere Drohne umgucken würde, weil ich ja dann noch das ganze Paket noch zu Hause habe. So. Und ja, jetzt war ich natürlich am Gucken auch für eine DJI Mavic Air war ich am Gucken. Ich habe natürlich auch verschiedene Drohnen aus sich gehabt. Aber Leute, ich weiß, dass es bessere Drohnen gibt. Ich weiß wirklich auch, dass DJI auch sehr, sehr gut ist. Aber irgendwie ist es so, dass ich die Parrot, ich habe mich so an der Parrot Bebop gewöhnt, auch an der App. Und ich kenne mich da auch so ein bisschen mit aus, mit der App und so. Und ich bin sehr vertraut damit. Und ich tue mich sehr, sehr schwer, jetzt umzusteigen auf eine andere Drohne. Tue ich mir sehr, sehr schwer. Bin ich ganz ehrlich. Also
Klar, könnte ich mir jetzt eine andere Drohne holen, eine DJI, die auch 4K hat und vielleicht bessere Features und, aber ich komme von meiner Drohne, also eine Parrot Bebop 2 Drohne, komme ich nicht weg, weil die echt super robust ist und ich habe schon 4 Abstürze, 5 Abstürze, die ist aber gute Abstürze und die ist echt, also kaum was dran, bis auf diese Propeller, der ist so ein bisschen abgegangen, aber gut, die kriegt man ja neu, also kriegt man ja günstig nachgeschmissen, die Dinger. Ansonsten ist die Bebop echt super gewesen. Ja, und wie gesagt, also es ist noch keine 2 Tage vergangen und schon fehlt mir die Lotte. Und da ich sie ja immer überall mit hatte, ich hatte sie ja da mit gehabt, ich habe sie überall mit gehabt, immer mal ein paar Aufnahmen gemacht und also die ist mir schon sehr, sehr ans Herz gewachsen und sie ist so, ja, so, die fehlt mir echt. Ne? Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich jetzt so schnell wie möglich jetzt eine neue bekomme. Ja, und finanziell muss man natürlich auch gucken, wie ich am besten da, weil 400 € oder 350 € ist ja nun auch viel Geld, ne? Und man hat die ja nicht immer so eine Tasche. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die natürlich locker eine Tasche haben, so bin ich leider nicht. Ne? Ich muss mein Geld natürlich auch ein bisschen zusammensparen und da und da. Und ja, aber ich würde mal sagen, aus Fehlern lernt man. Ne? Dafür sind viele da. War zwar viel Geld zum Lernen, aber gut. Was will man machen? Es ist jetzt so passiert. Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwann nochmal jetzt die Parrot Bebop 2 habe, werde ich auf jeden Fall wieder den Namensschild draufkleben. Lotte. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich bald meine Lotte wiederkriege. Lotte 2. Ich würde mal sagen, wie gesagt, passt auf. Informiert euch ganz, ganz gut, wo jetzt irgendwo Stürmer sind. Egal, wo ihr seid, informiert euch euer. Ich mache es genauso und ich habe echt draus gelernt. So Leute, ich würde mal sagen, bis zu meinem nächsten Video. Das nächste Video kommt jetzt und zwar ist das die Ford in Köln auf der Ringstraße 50. Da habe ich ein tolles Video und das werde ich noch zusammenstellen und jetzt in den Tagen kommt es rein. Ich sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Sascha. Haut rein, meine Jungs. Ciao.